Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem kleinen kurzen Video und zwar möchte ich mit euch dieses Produkt hier ausprobieren. Ich habe es neulich in einer Box gratis mit bei gehabt und habe mich riesig gefreut. Bin jetzt mal sehr gespannt und zwar ist es von Juwelkerze. Ich glaube eine Badekugel, genau. Nachdem du warmes Wasser eingelassen hast, entfernst du die Folie der Badekugel und gibst sie ins Wasser. Wenn die Badekugel sich komplett aufgelöst hat, wartet dein Schmuckstück, welches sich in einer Kapsel befindet, darauf entdeckt zu werden. Genieße dein Bad und lass dich verwöhnen. Bitte dusche dich nach der Anwendung ab und wasche die Badewanne gründlich mit heißem Wasser aus. Ich habe zwar eine Badewanne, aber ich bade überhaupt nicht gerne. Das heißt, ja, deswegen möchte ich das gerne anderweitig ausprobieren. Ich habe mir jetzt hier eine Schüssel hingestellt mit warmem Wasser und möchte die Badekugel hier mit euch zum Platzen bringen und explodieren lassen und wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt hier eine alte Schüssel hingestellt, die ist aus dem Garten. Das heißt, sie sieht auch entsprechend alt aus, also bitte nicht drauf achten. Aber vielleicht wird sie durch die Badekugel ja jetzt sauber. Ich öffne jetzt die Badekugel und gebe sie ins Wasser. Es fängt richtig fest an zu schaumen. Wow! Seht ihr das? Wahnsinn! Es ist total weich und riecht nach Rose. Es sind auch einzelne Blätter hier dabei, einzelne Rosenblätter. Richtig schön weich. Wow, ein ganz tolles Handbad. Hier ist das kleine Schmuckstück, die kleine Kugel. Was könnte das denn sein? Ich habe es schon entdeckt. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Natürlich mit nassen Händen ist das jetzt nicht so einfach. So, was kommt da raus? Was kommt denn da raus? Und zwar, oh, wie süß. Schaut mal. Kleine Ohrringe. Und zwar Ohrringe in Form von Krönchen. Und die sind wohl Silber. Echtes Sterling-Silber. Und zwar Krönchen mit ein paar kleinen Steinchen dran. Ich packe die jetzt einmal aus, tue mir die Hände abtrocknen und dann zeige ich euch die ganz in Ruhe. Sind die nicht mega süß? Also vielen Dank fürs Reinschauen. Ich freue mich richtig über meine neuen Ohrringe. Werde die jetzt auch bald tragen, wenn ich dann wieder Silberschmuck trage. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis demnächst. Ich hoffe, ihr lasst mir vielleicht ein Like da und vielleicht abonniert ihr meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss!